So, und ja, da sind wir schon wieder und rennen wieder in Richtung Airfield. Und Sauron, du hast einen Zombie hinter dir. Ich weiß. Nur ich dich! Scheiße, ich nimm die Axt, nimm die Axt, nimm die Axt! Double Barreled, Mosin-Munition! Nee, Weapon Cleaning Kit, Pristine, brauche ich nicht. So, jetzt gucken wir nochmal oben drauf. Ich bin nochmal zurückgeblieben, weil ich gerne nochmal gucken wollte, ob sich hier was Schönes für mich ergibt. Wenn wir mal mehrere Bambis auf einen Haufen finden wollten, würde ich gerne mal einen Test machen. Nämlich durch wie viele Bambis fliegt eine Kugel, bis sie gestoppt wird. So, meine lieben Freunde, ihr stellt euch jetzt alle in eine Reihe. Ganz ehrlich, ich würde es anders machen. Ich würde dann irgend so eine schöne Knifte, so eine voll aufgerüstete M4 oder eine Mosin nehmen, die in den Kreis schmeißen und sagen, alles klar, wer zum Schluss noch steht, kriegt die Knifte. Ja, genau. Genau, Fight Club. So, und der Letzte, aber natürlich ohne Munition. Nicht, dass er dann der Letzte, der überlebt hat, die Waffe nimmt und sie gegen uns wendet. Oh, ein Zombie läuft bei mir in die Schule. Hurra, ich kann auch endlich meine Waffe hinnehmen. Revolver in der Hand. So, warte mal, wie weit bist du schon, Sauron? Ich scout mal eben. Ich bin schon im ersten Gefängnis. Alter, Junge. Wenn es ums Looten geht, bist du aber richtig schnell, oder? Ja, dann bin ich der Erste, ey. Hier ist schon wieder ein Zombie. Morphin. Wow! Das war ich. Alter. Ein Zombies hier. Bitte mal an, Desinfektionsspray. Ja, das Problem war, der kam auf einmal durch die Wand. Das kam so unerwartet. Oh. Ich sehe da auch noch einen. Ich sehe da gerade noch einen rumstehen. Den werde ich gleich. Der kommt. 60er Magazin. Also kommt wieder einer reingerannt, Sauron. Ja. Ja, ich sehe ihn. So, ich bin jetzt oben. Oh, sehr schön. Ich habe das dritte Swing-Kit gefunden. Nee, das zweite? Nee, ist das. Ach, ich habe eine Axt gefunden. Sehr schön. So, ich komme jetzt zu euch geflitzt. Ich komme jetzt unten in die Hütte rein. Ja. Warum? Auch wenn ich es mir eigentlich ersparen kann. Ich bin oben in der Schlafabteilung, hätte ich beinahe gesagt. Ein schwarzes Tactical Shirt ist schon mal besser als ein orangenes. Das wäre jetzt nice, ja. Ist das? Ja! Das nehme ich schon mal direkt mit. Ich werde zwar jetzt wahrscheinlich niemals eine Knifte dafür finden, aber ich nehme das Magazin für die Pistol schon mal mit. Wo lag die denn? Super! Jetzt haben wir schon damit noch ein 40er Stangenmagazin für die M4. Und noch ein 60er. Und noch ein 60er Magazin. Für die. Ja. Für die Sache, hab ich gar nicht gesehen. Ich geh schon mal weiter. Ich schau mir die Häuser hier an. Ich glaube, ich nehme das 60er nochmal mit für. Ja, ich habe zwei 40er Magazine für ihn dabei. Hier liegt auch noch ein 40er. Ist langsam eng bei mir. Wenn wir bei 45er ACP-Munition sind, ich hätte schon wieder welche gefunden. Ich habe auch schon wieder welche in der Tasche. Ja, ich habe ja auch noch welche dabei, auch wenn ich sie theoretisch nicht brauche. Gut, ich gehe ausnahmsweise mal hinter den Hangars lang. Halt, was liegt da denn? Ja. Und gucke mal, ob da eventuell schon irgendwas rumspringt. Ein neueres Bandana, meine Mütze ist ja schon so kaputt. Ich habe ein Visier, eine Optik für ein Red Dot gefunden. Das nehme ich mal mit für den Luftgefahr. Bin wieder da. Ich habe ein Red Dot für dich gefunden. Wo seid ihr? Und noch. Ja. Die beiden sind am Airfield. Ich bin von Krasno etwas weiter runter zu diesen anderen paar Häusern gelaufen. Ja, der Server restartete gerade ja schon wieder so praktisch und dann, ja. Haben wir direkt umgedreht. Und ich habe noch wir haben jetzt, wie gesagt, Sauron hat noch ein Visier für dich und ich habe auch noch ein 60er Magazin. Ich habe auch noch einen anderen gelbe geschlossene Kette. Habe ich auch. Einen Schalldämpfer für dich. Und was? No message received. Leute, habt ihr in Salinbeck? Mich haben gerade ein paar Zombies ziemlich gehittet beim Spawn. Haben wir jetzt leider gerade nicht, aber... Könnte vielleicht sogar gar nicht gewertet sein, weil der Server schon wieder weg ist. Ja. Okay. Hoffentlich. Ja. Exit. Eieiei. Also, ihr macht gleich den dritten Run aufs Airfield. Ja. Ich renn wieder hoch, guck noch mal in die Schule. Vielleicht habe ich jetzt sehr Munition für mich. Ey, ich hoffe, ich hab das Magazin und den ganzen Scheiß jetzt noch, weil das... Ja, ich auch. Oh mein Gott. Ah, er ist schon wieder da. Ja? Ja? Ach da, ja.
Refresh. Connect. Uhu. Wait for Horst. Oh mein Gott. War das Uranium jetzt dieses Airfield? Jetzt nehme ich aber nicht nochmal auf, das wird jetzt witzfrei. Liebe Zuschauer, ich nehme mir ja noch auf. Das ist nicht geplant und nicht mit Absicht. Auch wenn man es fast meinen könnte. So nach dem Motto, es ist nicht der Loot da, den ich will. Restart. Ja, aber es ist definitiv nicht unser Server und ja, wir machen. Wäre mir auch zu teuer. Auf jeden Fall. Und ja, wir nehmen es einfach so, wie es kommt und in diesem Sinne. Ja. Nehmen wir das jetzt auch mit, suchen uns dann eine schöne Position. Ich glaube, dann haben wir für heute auch genug erlebt, ne? Oh ja, dann haben wir für heute genug erlebt, haben dreimal das Airfield geradet. Also ja, zweieinhalb Mal. Ich werde wahrscheinlich hier bei Krasno mich irgendwo wieder einfinden. Einfach ja, außerhalb. Ich werde definitiv auch wieder zurück nach Krasno gehen, weil da ist ruhiger. Ich bleibe please wait. Ich bleib beim Airfield, genau. Einlog, klack, 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 neben dir zwei Mann mit M4. Friendly? Boom. Ja. Nein, das werde ich nicht mehr fragen. Der erste, den ich sehe, den ich nicht kenne. Du weißt doch, wenn du einloggst, lädst du durch. Wenn du dich direkt neben den einloggst, könnte böse werden. Ja. Okay, hey, ich bin in dem Gebäude gespawnt. Ja, ich mit, auch. Mit den Sachen, die ich eingesammelt habe. Ja, nicht ganz. Krass, nee, nicht ganz. Ja, Tour 3. Das 60er Magazin. Das ist natürlich toll, jetzt hinter dazu ein Tür gespawnt. Praktisch, eine Spritze. Ich bin in Krasnovs am Supermarkt. Alles klar. Und wie sieht's lebenstechnisch aus? Nee. Nicht so gebessert? Vorher. Ach, das ist ja der Rich. Doch, warte. Boah. Nee, nicht wirklich gebessert. Nee, doch. Ich hab schon wieder einen Dosenöffner gefunden. Jetzt habe ich drei Dosenöffner. Die sind noch Military Boots, aber die sind warm. Ja. Hey, ja, ja, ja. Oh. Yes! Was hat er denn noch? Eine 300er Roundbox. Zwar damaged, aber da kann jetzt die ganzen Mumpeln rein. Yeah, Antibiotika. Denk dran, ein paar immer draußen behalten, wegen schnelleren Nachladen. Die musst du erst auf den Boden werfen zum raussortieren. Beziehungsweise in die Hand nehmen. Oder in die Hand nehmen, ja, aber ganz wert ehrlich, eines Gefechtes. Ich hab noch ein Magazin für eine Pistole gefunden. Hallo, Bürogebäude, Schrägstrich, Schule, Schrägstrich, Verwaltungsgebäude, Schrägstrich, ist mir doch egal. Mal gucken, was du dieses Mal für mich hast. Noch ein Revolver, ist noch ein M4-Magazin und noch ein. Eine orangene Weste, eine Wasserflasche. Hier, Dingsbums. Irgendwas durchladen hören. Okay. Dann solltet ihr euch Gedanken machen. Ich sitze oben. Ich sitz unten. Guck von der Treppe runter auf den Flur. Der andere guckt die Treppe hoch, beide schießen. Ja. Nee. Ich bewege mich jetzt schön langsam. Aber nachdem der Server jetzt so oft den Neustart gemacht hat, wäre das natürlich auch sehr verführerisch für die Hopper, auch wenn sie inzwischen ein bisschen Wartezeit einplanen müssen. Oh, was haben wir denn hier oben liegen? Ich bewege mich jetzt langsam um die Ecke rum und gucke mal auf die Tür. Ich komme die Treppe eine runter. Eine Mosin. Tür ist noch zu. Warte, ich mach mal auf. Da liegt auch noch was, oder? Und ein neues PU-Scope. Pristine. Ja, meinst du es auch Pristine? Brauche ich also nicht. Okay. Gerade raus sieht alles gut aus. Ja. Hat die Waffe mal im Anschlag? Ich auch. Von draußen, ich gehe jetzt zu den Hangars rüber. Ja, aber ich muss noch mal zurück, ich muss die Munitionskiste noch mitnehmen. Mhm. Zombie im Fußboden, finde ich sehr nett. Da läuft ein Zombie auf mich zu, den hau ich jetzt aber mit der Axt um. Also, ich mache mich jetzt dann noch mal auf den Weg in eure Richtung. Alles klar. Ja. Falls da vielleicht draußen was rumstreunert, könnte es zur Not ganz praktisch sein, wenn da noch einer aus dem Hinterhalt kommen kann, ne? Boah, jetzt hat er mich schon wieder gehittet. Scheiße, sind ja auf einmal viele Zombies nach diesem erneuten Restart. Richie, ich habe, glaube ich, eine Pristina-Ammo-Box gefunden. Alles klar, bin auf dem Weg. Die ist im ersten Hangar. Komm. Die ist born, aber. Macht aber, ist aber auf jeden Fall schon mal besser als nichts. Yeah, ja, Pain Train! Was denn die Lien? Hinten links so mehr. Ah, da, alles klar.
wie war das, wenn jetzt irgendjemand bei euch auf dem Airfield ist, renne ich rein, schreie laut I am Legend und renne wieder runter, lass die Zombies da. Genau. Ja, genau. Ich hab schon wieder einen Batz. Sebastian? Ja? Hast du noch so eine Standard-M4? Dann nehme ich mal hier noch so eine andere Schulterstütze für dich mit und so. Ja, das ist alles Standard. Ja, dann nehme ich die mal mit. Ich hatte vorher natürlich auch noch einen Red Dot für dich, aber das ist jetzt weg seit dem Restart. Ja. Ich schon wieder einen Zombie angelaufen. Den hau ich aber auch mit der Axt um. Alter, ich kann hier effektiv die ganze Zeit nur das Inventar sortieren. Okay, ich komme langsam auf das Airfield zu. Ich sehe die Hangaren und sehe alles andere auch inzwischen. Die Hangaren, ich bin jetzt gleich im Tower. Obwohl die Klimetta ist, glaube ich, sogar Hangars. Wenn ich mich nicht irre. Auch wenn es scheiße klingt. Daro. Dane Hangar. Genau, no, vergessen Sie, wer die das, es gibt nur den. Alles klar. Es gibt nur den. Kommt ja. Auf den Pommes noch was drauf. Ja, genau. Ich habe noch mal Mumpeln für die SKS gefunden. Sehr nice. Die können schön, ja. Ich weiß nicht, ob du, wie viel du hast, ansonsten nimm du so. Ich habe eh im Magazin 12, ja, ich habe so 20, 30. Na, dann nimm du so mit. So, also ich bin jetzt bei unserem üblichen Weg beim ersten Café Viereck. Wo seid ihr? Ich bin im Comtower. Ich bin im zweiten Hangar. Ich mache mich jetzt auf den Weg zum Tower. Okay, dann gehe ich noch mal ins Café rein, einfach um zu schauen, ob da inzwischen jemand drin steht. Und nur aus Prinzip, damit keiner auf die Idee kommt, dass hier niemand ist. Ich habe einen Speedloader für einen Revolver. Will den jemand? Ja. Nimm ich den mit. Verdammt. Wow! Daneben. Oh Gott, hast du... Oh. Alter! Ein Blue Mountain Backpack, ein ganz großes. Kann ich dir mal helfen? Na also. Hätte sich jetzt aber komisch an. Damit würde ich wohl ja, jetzt das war auch der letzte Stoff. Ich muss nachladen. Da ist eine Wasserflasche und die nehme ich auch mit. So, wenn jetzt einer reinkommt, bin ich tot. Dann nehme ich den Speedloader für dich mit. Ich komme jetzt da auch hoch, wenn ich mal wieder... Ja, danach, nur dass sich keiner erschreckt. So, jetzt laufe ich in das andere Gefängnis. Das unten, wo wir vorhin von gekommen sind? Gut, da stehe ich drin. Ja. Da sortiere ich gerade nämlich einen Rucksack um. Ich möchte den nächsten Zombie gelegt. Der kam mir gerade... Ich bin gerade aus der Tür rausgelaufen, der beziehungsweise um die Ecke. Und der stand direkt vor mir und der ist dann mir quasi in die Arme gefallen. Sterb nicht! Bleib bei mir! Ich hab noch ein Hunting-Bag gefunden in dem unteren Gefängnis in Pristines. Ja, ich bräuchte auch meinen größeren Rucksack, wenn ich mal endlich hier rauskomme. Alter Orange Mountain liegt jetzt hier drin in dem ersten Café Viereck unten hinter der Treppe. Wie nennt ihr das Café Viereck? Unter die Treppen guckt. So, was haben wir denn hier noch schön? SKS-Munition, ach mein. Energize, bin ich hydrated? Bin ich? Boah, was für ein Spaß machen also, die Zombies ab. Also Sebastian, dann komm unten zum untersten Gefängnis, da ist ein Ding ja, Hunting Backpack. Krasnovs. Krasnovs. Ein rotes Barett? Nee, ich mach mich doch nicht selbst zum Feldbuzzer. Ein rotes? Bescheuert? Bin ich denn bescheuert? Ich mach mich doch nicht selbst zum Feldbuzzer. Das ist was für die Pioniere, das wäre doch was für mich jetzt. Ein Revolver, Handschuhe, Stiefel, ein Magazin für die M4, was zu trinken, gelbe offene Kette, Helm, noch ein Magazin. Gelbe offene Kette, das und das und das und das und das und das. Wo ist das rote Barret? Ich hätte hier noch ein Pristine PU-Scope gerade gefunden. Das vierte dann für mich heute. Falls das einer braucht noch. Ich habe noch ein rotes Barett gefunden. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Wie gesagt, ich bin im unteren Gefängnis. Ich warte da jetzt auch. Endlich sehe ich das Airfield. Im ersten oder im letzten beim Tower? Beim Tower. Bei dem Tower, da ist auch das Hunting Bag weg. Okay, ich habe hier oben... Gut, bei dem anderen ist wie gesagt der Mountain Backpack der große. Auf dem Tower jetzt auch nochmal ein großes rotes Mountain Backpack gefunden und mache jetzt hier mal den Scout. Wie gesagt, ich laufe jetzt mit einem blauen Rucksack rum, aber ich sehe dich. Könnte ich runterholen. Sehe dich auch.
Und ich habe jetzt eine grüne Jacke an, eine Sommerjagdhose, damit du Bescheid bist. So. Was soll ich tun? Sagt mir was. Komm zum Gefängnis Airfield. Unterhalb am Com Tower. Okay. Da liegt der pristine Jagdrucksack für dich. Für dich, für dich, für dich. Wie, manchmal ist es wie verhext. Wie verhext? Mhm. So, komm jetzt. Also auch noch jetzt. Platz für Munition, weil ich habe 240er Magazin für dich. Bin jetzt unten im Tower drin. Wenn ich dann den großen Rucksack habe, ja. Oh, war nicht mehr großartig was Interessantes, bis auf das Barett. Ja, wie gesagt, das... Ich möchte mich wieder ein bisschen zur Zielscheibe machen. Da hinten steht in der Entfernung ein Zombie. Ich würde ja gerne mal testen, ob ich das hinkriege. Zum ersten Com-Tower von Krasnovs aus gesehen? Ja, zu dem Com-Tower, zu dem Turm. Ach so, ach ja, das andere ist ja... Ja, Entschuldigung. Mal gucken, ob das klappt. Ich probier's mal mit... Wie weit macht der weg sein? Probier's mal mit 400? Okay. Das Ding ist geil, ne? So Porno und ich hab's leider nicht aufgenommen. Ja, ich hab den Schuss leider nicht, aber Aufnahme läuft noch. Yes. Gute Scheiß, der stand hier echt am Arsch der Welt. Den konnte ich selbst durch das Scope, war der noch recht klein. Erst beim Ranzoomen so, oh, und ein Patz. Es ist geil. Falls du noch irgendwo mal in der Entfernung einen entdeckst, oder in der im Nahen. Da war einer, ich bin jetzt. Wer hat jetzt geschossen? Das war ich. Im Com Tower. Okay. Ja, nee, in dem Gefängnis liegt der Rucksack. Hi. Jo. Komm zum Gefängnis, das Gebäude nebenan. Wir sperren dich auch nur ein. Jo. Oh ja, bitte. Da. Ah, endlich geschafft. Ja, überhaupt nicht viele M4-Magazine, die hier rumliegen. Ne? Ja, sind unendlich. Wie gesagt, ich habe auch noch zwei. Ich habe, wie gesagt, auch noch ein bisschen Ausrüstung für dich. Die können wir gleich aufteilen. Leider Gottes war das 60er weg, was ich da eingesammelt habe. Das hat er dummerweise nicht gespeichert. Ja, und der Red Hot ist auch weg. Das geht mir auch ein bisschen auf den Sack. Ja, jetzt bräuchte ich für meine ganze Ausrüstung nur noch eine Pistole. Und vielleicht noch ein zweites Magazin. Das hab ich, das kann ich dir geben. Was, die Pistole? Nee, das Magazin. Ach so, ja, aber wie gesagt, da fehlt mir dann immer noch die Pistole. Mist. Ja, vielleicht restartet das aber ja gleich nochmal. Ja, genau. Jetzt sind wir ja alle am Airfield. Genau, dann können wir alle mal eben schön einmal durchlooten und dann... So, liegt hier noch was drin, was ich gebrauchen kann? Muss mal durchgucken, ich weiß jetzt nicht. Ich kann dir noch. Ja, das wäre jetzt natürlich schön. Braucht einer von euch noch einen Dosenöffner? Ich habe 3 Stück. Ja, ich. Ja, das lege ich dir hier kann. Hin. Ich lege dir den hier hin. Ich glaube, ich schmeiß die 45er ACP-Rounds jetzt auch weg. Ganz ehrlich, ich habe das Ding nicht. Ich nehme sie, ich habe noch Platz. Hier. Alles klar. Ich habe noch Platz in meiner Munitions- Kiste. Ich auch den Quickloader hier hin, in die Schulterstütze. Oh ja. Das dauert jetzt einen Moment mit der Schulterstütze. So loot ich doch gerne. 2 Magazine. Ja, andere machen ihr Inventar leer, du stehst daneben und drückst nur F, ne? Ja. Meins. Aber es ist erstaunlich, dass wir hier hinten so viel Ruhe haben. Nach zwei. Da hat man schon ganz andere Videos gesehen, bei denen hier richtig was los war. Man hat gelootet, die Leute gehen raus, werden erschossen. Ja, nicht nur gesehen, sondern auch selbst passiert. So nach dem Motto, man trifft 2 Leute, die beiden Hat's kennen sich auch nicht da. Und dann wird man hinterrücks abgeknallt, während man weggeht. Oh ja. Ne? Ja, Richie, wolltest du die das ist der alte. Okay. Wolltest du die Pistolenmagazin noch haben? Ja, warte, ich komm runter, ich hänge hier immer, so. Ich bin immer noch Und oben die auf dem ACP Power. Sind ja. Hier oben drinne, wenn du oben in die Kajüte da reingehst zum Pennen, links. So, ihr seid da drüben schon in der Hütte, alles klar. Ich bin so lange noch auf dem Tower. Ist hier denn nicht mal irgendwo ein Zombie-Line in der Entfernung?
glaube, ich habe keine übrig gelassen. Ja. Ich hätte ein paar mehr mitbringen sollen. Jetzt rennst du bei mir durch den Boden. Oh Mann. Nö, ich bin da. Ist das das Standard-Buttstock? Ja, ja. Ach so, das Magazin, das lege ich hier eben hier hin. Hier oben liegt ja noch ein. Das Tactical-Shirt hätte natürlich was. Das habe ich da hingelegt, also wenn du willst, kannst du das haben. Mal gucken. So. Das sieht aus, ne? Schön im Boden, jupp. Wenn du dich hinlegen würdest, würden wir dich nicht mehr sehen. Das ist auch, wenn du diesen Glitch hast, das ist natürlich saugeil. Weil, überleg mal, du liegst du da drin. Du weißt es natürlich nicht, ne? Nee, das ist nur, wenn du jemanden dabei hast, der da sagt, hey, du legst dich hin oder wartest du, bis hier irgendeiner reinkommt, im nächsten Moment hoch und schießen. Bumm. Ja. Mist. Kein Platz. Mit dem Wand, mit dem, kennt ihr das hier mit der verbacken Wand? Ich weiß nicht, du durchspringen. Okay. Ja, das funktioniert aber auch nicht immer. Bist du drin? Nö. Und Munition eingesammelt? Yo. Ja, nee, doch nicht. Ich glaub, egal. Ich ja, also vielleicht. Ich wäre soweit fertig. Ja, ich würde mich jetzt... Noch Haufenweise, da liegen noch 30 Schuss Munition... Man könnte sich ja jetzt oben auf dem Hügel da so ein bisschen von uns aus gesehen linksseitig hinpacken und dort ausloggen. Perfekte Übersicht. Perfekte Übersicht und Sniper sitzt ja meistens mittig oben drauf, sprich man könnte dann von unten leicht anschleichen hinten rum und gucken, ob da einer rumschnippt. Gefällt mir meine Klamotte doch schon viel besser. Joa. Hier noch rum. Echt kein einziger Zombie? Mann, 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 Mann. Ich hoffe mal, ihr habt mich jetzt hier nicht Mutterseelen allein gelassen. Nö, nur mit dir ist auch ein Kopf-Tower. Wie gesagt, wir laufen gerade zum Sniper Hill. Alles klar. Wo ihr jetzt mal eiskalt voraussetzt, dass ich weiß, wo der ist. Wenn du ans untere Ende des Airfield läufst, also quasi noch an dem Com Tower vorbei und dann am den Ende. Hügel hoch, das ist der Sniper Hill. Leicht zu erkennen. Ja, an der hügeligen Formation. Und der eigentlich der perfekten Boden. Einsicht aufs Airfield. Genau. Gut, ich mach mal den Runner. Ich sollte vielleicht mal die Moonbox außer Hand nehmen. Das sieht nicht so verdächtig aus. Ja, du läufst schon ganz gut. Ein bisschen weiter links und dann... Ja. Komm ich da auch überhaupt raus? Ja, das ist ein großes hier Loch im Zaun. Da direkt weiter ein Stück links von dir ist ein Loch im Zaun. Ah, alles klar. Ich kann dir mal ein bisschen Kriegsfeeling machen. Soll ich mal ein bisschen neben dich schießen? Ja, nicht jetzt auf mich zu ballern, wenn du mich aus Versehen triffst, Alter. Das Schöne ist, ich habe die gleiche Idee gerade gehabt. Ja, sehr gut. Das ist mir schmerzlich bewusst. Einer schießt links von dir, der andere rechts von dir. Ja, ja. Wahrscheinlich gehen beide Kugeln genau in den Kopf, so bei unserem Glück. Ja, weil dann nämlich der erste Schuss fällt. Oh, scheiße, links ausweichen, pam, Headshot. Ja, genau, direkt so, ja, ich hab der ersten Kugel ausgewichen, zack, die zweite kassiert. Ja. Wenn du mit zwei Leuten bist, ist es echt mies. Ich würde allerdings sagen, dass wir dann, also ich werde auf jeden Fall mich wahrscheinlich dann da oben verabschieden. Ja, werde ich auch. Also ich werde hier dann definitiv jetzt erstmal nicht weiterspielen. Ich glaube, hier gefällt es mir auch ganz gut. Bin ich an euch vorbeigerannt? Ja, okay. Nee. Sauron läuft bei mir auf der Stelle. Links von dir. Links? Links. Hallo, hallo. Okay. Ach, jetzt habe ich auch eine Orientierung. Ja, das da ist ganz praktisch, wenn man im Spiel redet. Ne? Wo seid ihr denn? Na, ich habe wieder gelbe auf eine Kette, das heißt wahrscheinlich sehe ich wieder niemanden. So. Sebastian, bist du noch unten? Ich stehe hinter vor einem. Ach, ja, ich bin doch bei euch. Ach da, ja, jetzt ist doch warte da, mal, ich drehe mich mal kurz um, damit du den orangenen Rucksack wieder siehst. Ja. Wo seid ihr? Egal. Egal. Mein Inventar aufräumen. Die Tanne gefällt mir, da lege ich mich jetzt rein und schlaf. Ich bin voll aufgeräumt. Ja, ich bin auch soweit aufgeräumt. So, an dieser Stelle
vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen, würde ich sagen. Ja. Schön, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nochmal vielen Dank an unsere beiden Begleiter, die heute dabei waren. Auch wenn Sauber ich immer wieder gern. Ja, ne? Auch wenn man jetzt, Moment. Ich muss nochmal eben kurz. So, auch wenn man jetzt bei mir den letzten Run übers Airfield nicht gesehen hat, ich habe mir das jetzt einfach mal geklemmt, weil ganz ehrlich. Ja, gibt da bei mir wieder eine Folge mehr. Ja, das habe ich mir jetzt mal ganz einfach geklemmt, weil, Entschuldigung, aber das war jetzt einfach zu penetrierend dementsprechend. Verabschiede ich mich jetzt auch an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Bedanke mich mal wieder bei unseren Mitstreitern. Genau, Sauron genau. Und Lucifer. Gucken, immer schön dran denken, ihr lieben Zuschauer. Kommentare und Bewertungen der Videos helfen uns ja weiter. Genauso wie das Weiterempfehlen der Kanäle. Es sind ja zwei, auch wenn das mancher Mann immer noch nicht mitbekommen hat ab und zu. Ja. Und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play DayZ Standalone oder vielleicht mal irgendwas anderes mit Zombies. Man wird schauen. Oh, man wird sehen. Genau. Und ja, ansonsten mal gucken, vielleicht sind wir beim nächsten Mal wieder ja so lustig besetzt. Ja, vielleicht frage ich mal unseren Gruppentherapeuten. Gruppentherapeuten. Schönen Gruß an dieser Stelle, McMurago, falls du es siehst. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschö. Tschö.